Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Follow Me Around. Es geht für uns nach Baborovko zum nächsten Turnier. Und das wird besonders spannend, weil es diesmal mit beiden Pferden losgeht. Die letzten Turniere waren ja immer entweder Kasper oder Nessie. Jetzt kommen sie wieder beide mit. Der Kasper hier, der geht Intro 1 Sterne und Nessie geht 3 Sterne. Es wird also ein richtig spannendes Wochenende und wahrscheinlich nicht so ein schönes Urlaubswochenende wie in Streggom. Aber ich bin natürlich sehr gespannt und wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Die letzten Male habe ich euch ja relativ viel mitgenommen beim Packen und so weiter. Diesmal hat meine Mutter einen Großteil gepackt bei sich zu Hause bzw. in der Kammer. Ich habe jetzt noch so ein bisschen Reste bei mir gepackt und ich mache jetzt erstmal die beiden Pferde, also ich longiere hier und beide Pferde gehen heute Longe. Morgen reite ich die ja nochmal dort und heute ist ja Mittwoch. Morgen ist Donnerstag, da reite ich sie beide nochmal dort und am Freitag gehen sie beide ihre Dressur. Ja, so ist der Zeitplan. Und dann muss ich hier jetzt heute Abend noch einmal im Stall packen, aber das geht relativ schnell. Da nehme ich euch dann auch mit, aber ja, der Rest ist schon gepackt und irgendwie ist es ja auch immer das Gleiche für euch. Deswegen denke ich, vielleicht wollt ihr das ja auch gar nicht jedes Mal sehen. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Donnerstag, 5:45 ungefähr. Wir haben gestern alles fertig gepackt und so weiter und jetzt sind wir im Stall. Ich mache jetzt die allerletzten Sachen, mache die Pferde fertig. Mama hatte schon gefüttert eben und ist kurz mit dem Hund raus. Und jetzt geht's gleich los. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie alles wird und freue mich. Das ist noch. Und das hier auch. Wir sind mal wieder an der Grenze. Guck mal, der ist die gleiche Grenze wie nach Streggom. Dieser Fluss hier ist die Grenze zwischen Deutschland und Polen. Sollte man auf jeden Fall in dem Viereck mal vorher reiten. So, geht's jetzt mal los nach dem Wettcheck? Nee, ihr wollt nur fressen, ne? Komm. Ich bin auf der Suche nach meiner Box. Kasper. Kasper ist besorgt. Bist du besorgt? Das ist ja alles so riesig hier. Okay, wir haben immerhin die Boxen gefunden schon mal. Und ich habe eben ein bisschen gedealt, wo der Anhänger hin kann. Und Wohnmobil muss leider woanders hin, also man muss sich hier so ein bisschen arrangieren. Aber es ist auf jeden Fall traumhaftes Wetter und es ist echt riesig. Habe ich das schon gesagt? So, wir haben hier unseren Stellplatz. So sieht man es vielleicht etwas besser. Hier sind wir reingekommen
Und hier ist der restliche Parkplatz. So, jetzt haben die Pferde immerhin schon mal Wasser. Ne? Hier schon Kram. Und du? Du bist schon alles ausgesoffen, ne? Ist klar. Kasper hätte ja auch da Heu. Nein, er möchte gerne Nessie sehen, ne? Ja. Das ist echt zu geil. Hier ist ja unser Wohnmobil und da steht Ingrid mit allem. Ja, ein bisschen wie in Streckung. I know you're coming back, aiming at my heart. And these things never come for me easily, no. But now I think I'm ready. Wir haben ein bisschen am Wohnmobil gechillt, ein bisschen Kleinigkeit gegessen und jetzt ist es 5 Uhr und jetzt werde ich mal beide Pferde ein bisschen reiten, weil jetzt sind die Arenen und der Warm-up-Bereich auch auf, sodass ich beide Pferde noch ein bisschen Dressur reiten kann. Erst Kasper, damit er ein bisschen entspannt ist, wenn Nessie dann rausgeht. Genau, und dann noch Nessie und dann gucken wir mal, wie spät es ist, ob wir dann noch mal eine Runde abgehen. Bisher sieht es nicht so aus, als ob ich die Drohne mitnehmen darf. Also wird es wahrscheinlich ein klassisches Geländestreckenvideo. Ja, manche Veranstalter verstehen nicht so ganz den Nutzen für sie dahinter. Weil tatsächlich mache ich das ja mehr aus Nutzen für den Veranstalter als jetzt für mich. Aber ja, ist ja deren Entscheidung. Und dann, dann gibt es noch was zu essen und dann ist der erste Tag quasi auch schon rum. Sehr schön. Dran. Der Kasper war etwas angespannt, sagen wir mal so. Nur mal überlegen, ob ich den morgen früh einmal in dieser Familiarization noch mal reite. Weil der war doch sehr umweltorientiert, konnte sich sehr schlecht konzentrieren. Aber er hat es versucht, sagen wir mal so. Ja, mal gucken. Jetzt kommt erstmal die Nessie. Und die darf in dieser krassen Arena A, die so aussieht wie so ein Stadion, da darf ich morgen reiten. Oder muss ich morgen reiten, je nachdem wie man sieht. Aber da ist jetzt halt auch, da kann man jetzt auch drin rumreiten. Ist schon gewaltig. Zeige ich euch. Jetzt gibt's hier Futter. Nee, Kara, für dich doch nicht. Für die Pferde. Guck mal, ne? Nicht alles rausschmeißen, Kasper.
Das magst du doch. Das überfordert ihn. Startbox. Aha, jetzt mal wieder klassisch hier. Zeig mal einmal diesen Zettel, falls mein Handy irgendwann wieder scharf stellt. Aha. Your letter, guess this is better. You win sometimes, lose sometimes, no need to apologize. It was the distance we had between us, it broke us down in disguise. No need to apologize. Ooh, 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 ooh. But I can't help that I miss you now, and I need to reminisce this, cause ooh, 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 ooh. We're still at our moments and keep coming back to me. I can't help that I miss you now. So, wir machen hier ein morgendliches Workout heute, ne Kaspar? Nochmal Familiarization. I can't help that I miss you now. Guten Morgen, ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet, weil mein Akku ehrlich gesagt leer war. Nachdem wir Gelände abgegangen waren, war es dann auch dunkel und dann war der Akku leer. Dann haben wir nur noch was gegessen und umgebaut und es war echt doch ein relativ langer Tag dann am Ende. Und der heutige Tag wird auch relativ voll. Ich sitze jetzt gerade auf Kaspar. Dass der nochmal in diese Familiarization geht, da kann ich nochmal im Viereck oder ums Viereck umreiten. Der war gestern schon sehr aufgeregt, deswegen habe ich gedacht, komm, das machen wir nochmal. Und das ist von 7.30 Uhr bis 8 Uhr, deswegen will ich pünktlich da um 7:30 auch am Viereck sein, damit wir da keine Zeit verlieren. Der ist ja jetzt kein kuckiges Pferd, aber ich habe einfach das Gefühl, das beeindruckt ihn hier alles so. Mit diesen ganzen Fahnen und aufblasbaren, keine Ahnung, Luftballons und was weiß ich, alles ist bunt und ja, ist schon echt viel. Und ja, Geländestrecke. Ich habe gedacht so, ich bin ja jetzt schon 3-4 Mal 3 Sterne geritten, da ist, kann ja jetzt nichts stehen, was mich total schockt, aber es schockt mich schon beim ersten Abgehen doch. 3 Aufgaben sind richtig schwer. So, hier ist jetzt die Familiarization. Das heißt, man darf auf dem Viereck reiten. Handy. Und dann können die Pferde einmal die Atmosphäre schon mal gucken. Hier ist die Grazing Area. Richtig schön. Kaspar war auf jeden Fall schon viel, viel, viel besser.
froh, dass ich das gemacht habe, weil jetzt habe ich ihn wirklich nur so ein bisschen vorwärts, abwärts, langer Zügel, immer wieder an das Gebiss ran so und nachher kann ich ihn dann einmal wieder ein bisschen aufnehmen, aber es war auf jeden Fall richtig gut. Ich kommentiere einmal Nessies Dressur. Ich bin erstmal ganz entspannt ums Viereck geritten. Es hilft mir dann immer, wenn ich so ein bisschen Schulter hereinreite oder Travers oder eben auf beiden Händen so ein bisschen gleichmäßig, weil dann glotzt sie sich sozusagen nicht an irgendeinem Richterhäuschen fest. Das habe ich dann erstmal gemacht und bin da hinten gut rumgekommen. Direkt vor mir war Andreas Dibowski, wie man auf der großen Tafel sieht. Da hat sie einmal ein bisschen geguckt beim Richterhaus. Insgesamt muss ich sagen, habe ich schon gemerkt, dass das Reiten auf dem Viereck den Tag vorher richtig was gebracht hat. Also sie war so angespannt im Viereck und ums Viereck rum, dass ich da richtig mal arbeiten konnte am Tag vorher und das kam mir auf jeden Fall zugute. So, jetzt bin ich schon mal einmal angaloppiert und wollte jetzt so ein bisschen auch noch einmal drumherum. Mama schwenkt jetzt einmal zur Tafel. Die haben nämlich jetzt schon gegrüßt. Und ich dachte so, oh, ob ich jetzt wirklich noch einmal komplett rumkomme, weil ich hatte jetzt keine 30 Sekunden mehr. Naja, doch 32, wie man jetzt hier sieht. Aber diese Tafeln, die sind ja auch immer so mega professional und international und keine Ahnung was. Und ich dachte nur so, oh, jetzt muss ich mich aber auch wirklich beeilen. Also hatte ich einmal ein bisschen zugelegt, aber das ja darf man dann auch nicht übertreiben, weil dann kommt Nessie auch ein bisschen aus dem Takt. So, jetzt geht's aber los. Ich reite einmal rein, habe schön ausgeholt. Da gab es nämlich auch noch einen Livestream, wie man eben die Kamera gesehen hat. Schön ausgeholt, schön gerade, gelächelt und los ging's. Ich hatte wirklich ein richtig gutes Gefühl. Aber es war auch so ein bisschen ja Druck, weil das eben in diesem riesengroßen Stadion war, wo alle Profis auch schon geritten sind mit 4-Sterne-Prüfungen und so weiter. Aber das erste, ja, die erste Mittellinie hat schon mal sehr gut geklappt. Dann kam Mitteltrapp. Auch das mega gut. Sie schob richtig gut von hinten nach vorne. Also da habe ich mich sehr drüber gefreut. Man sieht da oben schon 70-75. Da waren wir noch sehr gut unterwegs. Also der erste Teil der Aufgabe verspricht sehr viel. Dann kam Schulter herein. Das hat sie auch deutlich besser gemacht als bei den letzten Prüfungen. Also ich habe mich da wirklich sehr, sehr doll verbessert. Einmal schauen, halbe Volte, dann Traversale zurück. Ach nee, da kamen halbe Volte und dann wieder Schulter herein. Das sind ja zwei unterschiedliche Aufgaben, die man immer mal reitet. Und genau, bei dieser Aufgabe geht es eben halbe Volte. Aber auch das zweite Schulter herein, gut. Jetzt habe ich schon das erste Mal gedacht so, na, jetzt geh doch bitte Schritt, Nessie, geh normal Schritt. Sie zackelt da so ein bisschen rum, beziehungsweise nörgelt mir gegen die Hand. Ich habe trotzdem gedacht, ah ja, komm, bleib ruhig, einfach weiterreiten bis zum Halten vorne. Halten dann, also Nessie, das können wir wirklich besser. Rückwärts, ja, die alte Leier. So. Dann habe ich gedacht, naja gut, es ist rückwärts, das ist halt nun mal so oder so. Dann gehe jetzt mal einmal ordentlich Schritt. Da muss ich halt echt immer aufpassen, dass sie mir nicht anzackelt, weil sie noch nicht in dem Schrittrhythmus ist. Dann hat sie sich auch noch da verstolpert. Da habe ich auch gedacht, also jetzt, Nessie, muss man sich mal wieder ein bisschen konzentrieren. So, dann ist das so ein bisschen starker Schritt. Da auf einem
halben Zirkel oder so einer so einer Linie. Jetzt musste ich ein bisschen aufnehmen, weil jetzt kommt gleich das Angaloppieren. Ich habe gedacht, nee, nicht zu doll aufnehmen. Und Nessie ist einfach ausgeflippt. Da war ich kurz ungehalten über sie, weil ich dachte, gut, wir haben das im Viereck geübt. Wir hatten die gut voreinander. Wir haben die wirklich locker runtergearbeitet vorher. Also ich habe gedacht, die spinnt doch. Also das muss ich jetzt auch mal wirklich so sagen. Als ob wir das noch nie gemacht hätten. Naja. Dann habe ich trotzdem ein gutes Zulegen geritten, weil ich dachte, okay, jetzt wirklich versuchen, für jede Lektion noch irgendwie Punkte zu kriegen. Jetzt kommt gleich ein einfacher Wechsel. Da kommt natürlich ein neues Angaloppieren. Ich finde, das Durchparieren war okay. Und nein, das neue Angaloppieren geht natürlich auch wieder nicht. Und wir müssen natürlich auch noch links angaloppieren, weil, nee, das haben wir auch noch nie geübt. Ich glaube nicht, dass ich da wirklich eine komische Hilfe gegeben habe, aber da war natürlich dann auch ein bisschen der Wurm drin. Trotzdem habe ich versucht, mich weiter zu konzentrieren, weiter zu reiten. Es nutzt ja nun mal nichts, mich auch gerade hinzusetzen und so weiter. Jetzt kommt gleich der nächste einfache Wechsel und da habe ich sie dann jetzt einmal festgehalten, weil ich dachte, okay, Fräulein, wir können doch durchaus angaloppieren ordentlich. Ah, ja, nicht perfekt. Kann man nicht sagen. Aber zumindest ist sie mir nicht komplett nach oben eskaliert mit dem Kopf. So, und jetzt haben wir die Aufgabe auch schon fast geschafft. Jetzt kommt nochmal Traversale nach links und nach rechts. Das finde ich war auch wieder gut. Das Schöne an dieser Prüfung, muss man sagen, oder an den Richtern, die da saßen, die haben mir trotzdem noch auf die verschiedenen Lektionen Punkte gegeben. Also die haben nicht den einen Fehler jetzt überbewertet und gesagt, naja gut, jetzt geht ja gar nichts mehr und ich kriege jetzt nur noch überall eine 4, weil leider stelle ich das immer mal fest, dass das passiert. Oder ist sie mir ja nochmal angaloppiert? Toll. das weiß ich, wusste ich gar nicht mehr. Aber ja, da ist sie mir nochmal angaloppiert. Das heißt, die Traversale war natürlich auch für'n Arsch. Aber trotzdem habe ich hier und da noch ein paar Punkte gekriegt, obwohl sie ja jetzt schon sehr angespannt ist und auch ein bisschen zu eng wird und sich nicht mehr so schön fallen lässt und so weiter. Und auch dieses Zügel aus der Hand kauen lassen ist natürlich sehr ruckelig. Aber ja, wie ihr seht, bin ich jetzt schon bei 37,3. Ich finde die Wertnote trotzdem wirklich noch gut. Also ich hätte auch dafür eine kleine 40 kriegen können oder so. Weil, ich sag mal, bis auf den ersten Teil, der wirklich sehr gut war, hat sie sich ja doch dann sehr, sehr, sehr festgehalten. Und ja, war ich natürlich sehr enttäuscht. So, hier ist jetzt der Kasper. Der ist schon eingeflochten, ganz hübsch. Oh, da ist gar keine Mähne. Die ist hier. Ne, Kasper? Ich hab sie doch abgeschnitten. Ja, genau. Und Kasper, hast du auch Spaß? Ja, es sieht noch nicht so aus. Geht's dir auch gut, Nessie? Ja? So ein hübsches Pferd. Ja, wir hatten jetzt eine ganz kurze Verschnaufspause. Ich sag jetzt erstmal nichts zu meiner Dressur von Nessie. Die war natürlich nicht wie erwartet und ich hätte es mir natürlich besser erhofft. Aber der Kleine kann es jetzt besser machen. Ich bin mal gespannt. Aber auch der ist natürlich aufgeregt. Da oben ist es nicht ganz so mit viel Atmosphäre auf dem oberen Viereck, wie das bei Nessie. Bring me down, whatever. Call me off, whenever. I got time, whenever now. You look great, however. This can't wait for the better. Let us talk forever now. Cause baby, ich kommentiere natürlich auch Kaspers Dressur und ich musste mich erstmal ein bisschen wieder einkriegen nach Nessies Dressur und mir auch wirklich bewusst machen, dass das jetzt ein anderes Pferd ist,
dass der ja einfach wieder bei Null anfängt. Und ich hatte ihn ja morgens nochmal geritten, weil ich am Tag vorher noch nicht so das ideale Gefühl hatte auf ihm. Und deswegen morgens hat das auf jeden Fall nochmal was gebracht, dass ich nochmal ums Viereck Schritt reiten konnte. Er ist ja kein glotziges Pferd in dem Sinne, also der geht eigentlich immer ordentlich außen rum. Aber ich dachte, naja, das kann ja nicht schaden, dass er da nochmal ein bisschen sich bewegt. Und dann konnte ich ihn auch nochmal ein bisschen locker machen. Und ja, dann haben sie auch schon geklingelt und es ging los. Das ist ja diese Ein-Sterne-Aufgabe, die immer gleich ist. Also da gibt es noch keine zwei Aufgaben, sondern eben nur die eine. Und so ein bisschen auswendig kann er sich schon nach 3-4 Mal reiten. Deswegen muss ich mich schön konzentrieren. Das Gute ist, dass ich ohne Sporen reiten darf in der Dressur. Das hilft ihm immer sehr, weil dann kann ich mit dem Bein kommen, ohne dass er hektisch wird. Und diese Ein-Sterne-Dressur, da sind unfassbar viele Volten drin. Das muss ich immer viel üben mit ihm, dass er schön rund ist in der Volte. Man kann nämlich so eine Volte auch richtig schön eckig reiten. So, jetzt einmal Tritte verlängern auf dieser kurzen Diagonale. Ich finde, das hat der so gut gelernt. Also das ging Anfang des Jahres ja noch fast gar nicht, dass er so schnell sozusagen aus sich rauskommt und dann eben auch in diese Bewegung kommt. Das war jetzt richtig, richtig gut. Er hat richtig durch den Körper geschwungen. Hier dieses Viereck vergrößern, da ist er leider noch sehr unstet. Also sowohl vorne mit dem Kopf als auch die Seitwärtsbewegung ist so ein bisschen mal doller, mal nicht so doll, mal doller. Also das müssen wir einfach noch ein bisschen gleichmäßiger hinkriegen. Die Volte war sehr schön gleichmäßig, finde ich, und rund. Er kommt mir auch nicht zu hoch. Jetzt hat er sich einmal so ein bisschen rausgehoben. Aber an sich war das gut. Hier einmal Galoppsprünge verlängern. Auch das richtig gut, weil er wirklich den Rahmen erweitert, ohne irgendwie hochzudrücken. Das Einfangen ist immer so ein bisschen ruckelig, weil er sich einfach nicht gerne einfangen lässt. Und dann ist die Volte hier am Anfang auch so ein bisschen, naja, eben nicht rund, weil ich ihn dann nicht früh genug zurückgenommen habe. Jetzt kommt wieder diese kurze Diagonale mit dem Mitteltrab. Da war am Anfang ganz bisschen, hat er mir hochgedrückt, aber dann hat er sich wieder toll entwickelt. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und jetzt kommt gleich erstmal der Schritt oder erstmal das Halten ohne rückwärts. Halten kann er immer noch nicht. Das üben wir. Er steht immer mit dem weißen Bein raus. Ja, dann Schritt, das ist das Schöne bei Kasper, der ist wirklich im Viereck genauso wie draußen. Also der ist da drin nicht aufgeregter oder zappeliger oder ja, will irgendwie schneller, sondern der ist eigentlich genauso wie draußen beim Abreiten. Wenn der Schritt geht, geht er auch Schritt. Ja, dann kommt diese beiden Diagonalen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was der Unterschied ist. Vorne soll man freien Schritt reiten auf der ersten Hälfte und auf der zweiten Hälfte soll man Mittelschritt reiten. Bisschen schade, dass er sich da so ein bisschen ablenken lassen hat und irgendwo hinguckt. Ja, habe ich versucht, einfach weiterzureiten, dann einmal antraben. Und jetzt kommt das Viereck vergrößern zur anderen Seite. Das ist, finde ich, ein bisschen besser als nach links. Ja, wobei ich es halt einfach nicht von vorne sehen kann und sehen kann, wie er dann seinen Kopf unbedingt hält. Aber das Angaloppieren sehr gut. Also das macht er wirklich wie ein großer. Und dann kommt einmal diese Volte, die ja ein bisschen kleiner ist als der Zirkel. Da muss man wirklich darauf achten, dass man sehr korrekt reitet. Dann kommt jetzt einmal das Zulegen. Und das habe ich wirklich gut entwickelt. Und naja, das Einfangen, das alte Problem, wie ich es das letzte Mal schon gesagt habe, so ganz einfangen lassen will er sich eigentlich nicht. Aber durchparieren war wieder gut. Und jetzt kommt, glaube ich, noch einmal Zügel aus der Hand kauen lassen. Das ist ja seine absolute Paradedisziplin, meiner Meinung nach. Also besser kann ein Pferd das nicht machen. Er lässt sofort den Hals fallen, er trabt schön über den Rücken. Also da kann man nichts Schlechtes dran finden. Ja, dann hat er sich so ein bisschen aufgespult zur letzten Mittellinie. War auch so ein bisschen schief hier, aber halten war in Ordnung. Steht hinten wieder so ein bisschen raus, hinten rechts. Aber ich war wirklich super, super happy mit ihm. Hey, nice turn. Keep the rhythm on the turn. Come close to your saddle. Head to head. Contact. And ride on the fence, huh?
This one collect a little bit because it's a preparation for the turn on the narrow next one. But it's a very nice profile. You don't need to come too slow. You can keep normal contour. Just on your place for turn progressively. Yeah. I don't know if you have one distance between, but if you jump at home, you never look. Problem different horses. Normal to straight, you use the turn for the balance to behind him, lie, two normal straight, but the same, it's two normal straight on the paper. If you fly on the first one, it's short. You have a little jump like that, keep going, but it's totally normal. Keep your line, contact on two ring, and just the turn, use the turn, or put the horse a little bit more on balance. Finish your turn with your outside rein for sure the horse perfectly straight. That is a good jump for three-star horse. Is for horse is big looking because he, with the brush he look high, and last moment is so dark water after. I think you don't need to panic too early, because if too early you start to kick horse, say oh something happened. I don't know why he moved now, but I think something. You use your counter, but where you need to really strong is here. Before, and here when you have your distance right, because you on your mind, sure for the horse you look here, but you don't forget the hard pose is here. You know what happened? It's normal when you ride that. But on your mind, you need to know is that if the horse make, look, stay behind and stay with your leg. You can not stop, but race, look, and jump, because it's just that. Stay really positive. And a little bit pessimist with your body with strong leg. Sometimes I saw rider, he comes the first time, a little bit confidence, he have one stop. He say shit, he turn, and he back sit, and he jump. Why he don't ride the first time like the second time? You need, he just slow, so stay. Because I think some horses at the end, they start to think. But I think this one, you need to ride. Take your time, collect, and don't wait too much your distance before ride. If you are close, it's better. But come in. And after, jump on the water. Water, wet with your shoulder for sure. That's not a stupid mistake on the water. Take your rein shorter again. Really straight line, and wet your narrow fence after. Because I'm probably on the water, horse look a little bit right with leg, but very soon it will show you. So again, take a bit on this fence. Because sometimes the water disturbs him a little bit. Now it's finished. Then, right turn. Here, sit a little bit pessimist with your shoulder, very close with your leg. Same spirit. If you start to put one more control, because you have some horses,
particularly young girls, when you go too forward, you lose or you lose confidence. It's okay if you can go forward with one horse, forward with one horse, go. You know what I mean. If you go and the horse go and you go with him, that is okay because he takes a bit and you go for stare and or you need to push on the pan a little bit. That is a difficult situation. Better to stay here and ask him to ride out there. You stay on the same spirit. It's forward, but probably that you go far away and you can stay. But it's, I think it's important, don't come with a definitive idea and see how you jump and that. If here, when you make that, you stay like that, you have one more, you sit, kick him and that. If you go, you feel immediately, just a bit. Yeah. But the same as the combination before, if you decide one more is like that, I think you need to have the spirit to ride with normal contract, one less, and after you collect for one more. If you think for come with one more, that you have not your horse in front of you. You know what I mean? You need to have maximum option, ride forward, and if the horse look and not scope that you want, you come. But if you come like that, no choice. I think it's good to take a little bit time for go to the, not too much angle. It's okay. But if horse have one hesitation and same if you have angle, horse take more place. And you make one more for that, finish a little bit. I think sometimes like that and you can ride. And I think like that better normally straight like that on the horse. Water is like a mirror. I saw many horses change, but like that perhaps it's a little bit easier. And here if you have a not perfect jumps or look a little bit after, kick him. Because again to the water after, that you have the water after again. Here you have a little hesitation or the horse takes just a little jump around and after when you're online, rise the log. It turn a little bit. It's good if after the turn you feel your horse go and you can stay here. If you are too passive on the turn, the horse will be on you, and when here you ask, he say too late. Here you need to put the horse in front of you. Later you can wait if you jump focus. That is same how you decide depending on how we jump. On your mind, sure you have first step, but you have one jump on the water, that is the first step. After, the second step is on the leg, and after, counter again for that. To right, turning, not too much inside. People make five, but if you're a little bit more outside, a little bit more straight on the first one because you are a little bit worried, it's very possible to make six. You know what I mean? If before on the third, you lose a little bit propulsion, you need to drive, make something, because the corner is not really open. And if you jump the corner, if you're outside, you can make everything on the corner, on that, stay easy. If you want to stay absolutely inside, you have a distance. Difficult, lot of. Here is a difficult fence. Here. Ich
bin wieder zurück und das war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ich finde es immer noch schwer. Ich finde, für mich haben sich so ein paar Sachen, ja, habe ich jetzt auf jeden Fall einen Plan. Ich finde 11 AB immer noch sehr, sehr schwer und ich glaube, wenn ich da kein gutes Gefühl habe, dann reite ich da alternativ. Um einfach auch keinen Hindernisfehler zu verursachen. Aber ja, ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Gelände morgen. Ja, vielleicht noch kurz zu den Dressuren. Also Nessie hatte eine phänomenale gute Trabtour. Also der erste Teil war so gut. Teilweise bis 72-73% und so. Dann kam Halt, also Schritt, Halten, rückwärts. Das war schon so. Naja, und dann der starke Schritt war echt schlecht. Und dann ist sie irgendwie durchgedreht beim Angaloppieren. Keine Ahnung, was sie da irgendwie im Kopf gekriegt hat. Das war natürlich. Da habe ich mich einmal geärgert, habe dann aber gedacht, komm, vielleicht retten wir es. Und die denken, ja, das ist jetzt irgendwie ein Ausrutscher. Und dann ist sie aber nochmal so ausgeflippt beim zweiten Angaloppieren. Da habe ich dann gedacht, okay, du hast doch irgendwie eine Vollmeise. Oh, hier klingelt was ganz laut. Das ist sehr laut. Entschuldigung. Ja, und dann war natürlich die Galopptour irgendwie verkackt. Also von daher sehr schade. Ich war danach auch richtig traurig. Jetzt mittlerweile kann ich es schon ein bisschen besser sehen, weil wir konnten immerhin schon mal einen Teil der Prüfung, also Teil des guten Reitens mit reinnehmen und zumindest den ersten Teil der Aufgabe richtig gut hinkriegen. Es sind ganz kleine Mini-Steps, die wir im Moment machen. Und mit der 37 fand ich, war ich auch immer noch ganz, ganz gut dabei. Also so, ich weiß nicht genau, wo ich liege im Moment. Hast du schon mal geguckt? Weiß immer nicht. Ich glaube auch 37. Ach so, 37, aber von 55 finde ich, ist das erstmal okay. Also das finde ich jetzt nicht so schlecht. Ja, und der Kleine, der lief heute Morgen deutlich besser als jetzt eben vor der Prüfung. Wir haben jetzt das Beste draus gemacht. Was richtig gut war und was ich gar nicht erwartet hatte, war diese dritte Verlängern-Tour. Die hat er bisher ja immer nicht so gut und über den Rücken gemacht. Und diesmal konnte ich so ein bisschen am Sitz sozusagen vorwärts reiten. Und der hat wirklich über den Rücken ist der richtig gut getrabt. Vielleicht sehen das die Richter nicht, keine Ahnung, aber ich fand es richtig, richtig gut. Bei den Trabwolten war er nicht so richtig schön rund. Die hätte ich vielleicht draußen noch ein, zwei Mal reiten müssen. Und insgesamt fand ich den aber richtig, richtig gut. Also ich dachte ehrlich gesagt, dass das so eine 28 ist. Komm dann mit einer 32 raus. Ja, also ich glaube, da sind wir nicht gut weggekommen. Aber vielleicht gleicht sich das auch aus. Bei dem einen okay, bei dem anderen schlecht weggekommen. Also ja, am Ende ist es auch alles kein Dressurturnier. Die Intro-Geländestrecke habe ich noch gar nicht gesehen. 3 Sterne bin ich jetzt 2-mal gegangen. Eben ja mit der großen Truppe. Das wird eine echte Aufgabe morgen. Und jetzt gibt es erstmal kurz hier Mittagessen. Und dann geht's weiter. Empty. Oh, I wanna know, won't you?
immer füttern, misten, Decken drauf, Heu geben und Wasser auffüllen. Ah, der Tag schreitet voran. Wir sind ja gerade die Intro-Strecke abgegangen und die finde ich zum Beispiel wirklich sehr einladend, um es freundlich zu sagen. Also ich finde sie fast zu leicht. Wenig Abfragen, kein Schmal, kein Trapez oder so, kein Graben. Viele Baumstämme einfach auf dem flachen Land. Ja, dafür finde ich die 3 Sterne eigentlich einen Ticken zu schwer und die 1 Sterne ist was ein bisschen zu leicht. Also ja, gut. Aber Kasper wird Spaß haben. Wir werden Spaß haben, darüber zu fetzen morgen Abend. Und wir haben die Pferde jetzt soweit versorgt. Mama geht jetzt gerade noch mit beiden grasen. Und ich mache kurz einen Nap und gehe dann wahrscheinlich nochmal 3 Sterne. Weil, ja, so richtig einen 100% Plan überall habe ich noch nicht. Und mal schauen. So, jetzt wird erstmal gegrillt. Aber wir müssen drin sitzen, es ist kalt. Und du kriegst gar nichts mehr. Nein. Das ist ganz schön schlimm, ne? Das ist ganz schön schlimm.